Die Tells beim Online-Pokern. Natürlich wissen wir alle, beim Live-Pokern, da gibt es genügend Tells und Reads, die wir nutzen können. Aber beim Online-Pokern ist das natürlich etwas limitierter. Aber es gibt trotzdem Tells. Und die möchte ich in diesem Video vorstellen. Nummer 1, das Limpen bzw. Passive Spielzüge. Und das werdet ihr oft sehen gegen Spieler, die jetzt noch nicht so erfahren sind, Freizeitspieler. Da wird oft gelimpt. Und wenn Gegner das mehrmals macht oder schon alleine einmal, dann ist das ein Zeichen, dass das ein Freizeitspieler, ein schwacher Spieler ist, der sehr viele Fehler machen wird. Das heißt, wenn ihr selber das oft gemacht habt, dann hört auf mit dem Limpen. Immer raisen, wenn ihr als erstes dran seid. Natürlich, es gibt Ausnahmen im Small Blind oder wenn ihr am Button seid und viele Spieler vor euch gelimpt habt und ihr habt eine spekulative Hand, ein 5-3 Suited, dann wollen wir hinterher limpen. Aber wenn ihr als erster in der Reihe seid, ihr seid Mittelposition und alle Fohlen vor euch, dann wollt ihr immer raisen. Und wenn ihr den Spieler limpen, ist das immer ein Zeichen dafür, in 98% der Fälle, dass unser Gegner ein sehr schwacher Spieler ist, sehr passiv, kein guter Gegner zum Bluffen. Wir wollen auf starke Hände warten. Und ich habe in meinem vorigen Video schon darauf hingewiesen, dass gegen solche passiven Spieler, die viele Hände spielen wollen, es nicht geeignet ist, große Bluffs durchzuziehen. Mein zweiter Tell, auf den ich sehr achte, ist ein Timing-Tell. Die treten seltener auf, sind dafür umso stärker. Ein Timing-Tell ist ein Tell, wo unser Gegner überdurchschnittlich lange oder überdurchschnittlich schnell reagiert. Und vor allem, wenn die Boards oder das Board, was wir spielen, viele Draws zulässt und unser Gegner jetzt am Turn, wir setzen zum Beispiel halben Pot, zwei Drittel Pot, ist erstmal egal, was für eine Hand wir haben oder das Board, und es liegt ein Flush-Draw zum Beispiel, und unser Gegner braucht überdurchschnittlich lange. Ja, normalerweise reagiert man innerhalb von 3, 4, sagen wir mal 8 Sekunden, 9 Sekunden, aber ihr merkt, okay, er benutzt auch seine Timebank, dann ist das oft ein Zeichen, dass er keinen Draw hat. Vor allem natürlich immer hier unter der Prämisse, dass wir gegen unerfahrene Spieler spielen. Weil unerfahrene Spieler charakterisieren sich oft immer durch eine sehr etwas passivere Spielweise. Wenn ihr schon den Spieler als aggressiven Spieler identifiziert habt, dann müsst ihr den Read natürlich oder den Tell mit etwas mehr Vorsicht genießen. Aber gerade unerfahrene Spieler, passive Spieler identifizieren oder charakterisieren sich ja dadurch, dass sie seltener aggressivere Spielzüge machen, vor allem mit schwächeren Händen. Und wenn jetzt dieser Spieler überdurchschnittlich lange braucht, um zu callen, dann können wir das schon als Information nutzen, dass er keinen Flush-Draw hat. Ihr werdet erstaunt sein, ihr achtet erstmal darauf, wie oft ihr am River dann in solchen Situationen bemerkt, dass der Spieler in der Tatsache keinen Flush getroffen hat, beziehungsweise gebusteten Flush-Draw hat. Natürlich wollen wir weiter dann im Turn unsere starken Hände anspielen, aber wenn jetzt zum Beispiel der Flush reinkommt am River, sollten wir da nicht so unbedingt Angst vor haben. Oder wenn wir selber einen Bluff haben, auch wenn wir jetzt nicht die guten Karten haben, um zu bluffen, kann es auch mal eine gute Option sein, um dort einen Bluff zu platzieren. Aber auch hier mit Vorsicht immer, natürlich gegen den richtigen Spielertypen, wenn es gegen eine Calling Station ist, dann solltet ihr da sehr vorsichtig sein.